Ich war zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall über 100 km/h unterwegs. Dann hat die Maschine angefangen zu schlackern. Ich habe ab irgendeinem Zeitpunkt die Kontrolle über die Maschine verloren. Als ich dann nach dem Unfall im Krankenhaus aufgewacht bin, habe ich gar nichts verstanden. Ich war komplett Chaos im Kopf. Ich hatte tatsächlich auch kurz Panik, dass ich einfach im Rollstuhl sitzen muss. Ich bin Leni, 28 Jahre alt und bin letztes Jahr mit dem Motorrad gegen einen Baum gefahren. Kurz vor dem Unfall, das war im Frühjahr 2022, Frühling hat so angefangen, ich war noch relativ viel unterwegs, ich war viel mit Freunden feiern, ich habe meinen jetzigen Freund kennengelernt, es war irgendwie gerade alles neu, es war alles frisch, es war super viel los, es war sehr lebendig, ein bisschen Sturm- und Drangzeit. Ich bin quasi mit dem Motorradfahren groß geworden. Unsere ganze Familie ist eigentlich eine Motorradfamilie. Ich habe mit 16 Jahren meinen Rollerführerschein gemacht und hatte dann aber irgendwann auch den Wunsch oder den Drang, ein bisschen schneller unterwegs zu sein. So dass ich dann letztendlich auch vor ein paar Jahren dann meinen Motorradführerschein gemacht habe. Am Motorradfahren fasziniert mich die Geschwindigkeit, das Adrenalin, was dann da ausgeschüttet wird. Das ist einfach ein Gefühl von Freiheit. Am Tag des Unfalls habe ich noch in meiner WG gewohnt. Also ich bin morgens aufgestanden. Dann bin ich mit meinem Mitbewohner und einer meiner besten Freunde Jonathan dann ins Hamburger Umland gefahren. Auf eine Nachhaltigkeitsveranstaltung. Da war dann auch tatsächlich ein Motorradverleih. Die haben E-Motorräder und E-Roller verliehen. Ich bin nicht mit dem Gedanken losgefahren, dass ich mir heute ein Motorrad leihe oder eine Motorradtour mache. Das war tatsächlich recht spontan. Bin aufgestiegen. Ich musste mich erstmal kurz an die Fahrweise gewöhnen und bin dann losgefahren. Es war ein schöner Tag und habe die ersten Minuten genossen. Und dann kam das Schild, dass der Ort vorbei ist. Das ist ja immer das Go für, man kann Gas geben. Ich habe dann auch Gas gegeben, weil ich habe mich bis zu dem Zeitpunkt die paar Minuten recht sicher gefühlt. Habe dann auch die Geschwindigkeit erhöht, habe die Geschwindigkeit sehr doll erhöht. Ich war zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall über 100 km/h unterwegs und bin dann irgendwann an den Punkt gekommen, dass ich gemerkt habe, okay, irgendwas ist jetzt anders als sonst. Dann hat die Maschine angefangen zu schlackern. Ich konnte das Lenkrad nicht mehr richtig greifen. Also ich habe ab irgendeinem Zeitpunkt die Kontrolle über die Maschine verloren. Hatte dann eigentlich nur noch zwei Möglichkeiten, bremsen oder Gas geben. Wenn der Mensch Angst hat, entscheidet er sich, glaube ich, immer eher zum Bremsen. Ich glaube, hätte ich beschleunigt, hätte sich die Maschine wieder gefangen und bin dann mit der Maschine dann leider abgekommen. Der letzte Gedanke, den ich hatte, war, scheiße, ich glaube, jetzt ist vorbei. Also der dritte Baum hinter der Birke? Ja, ich meine da. Da vorne? Mhm. Aber links, oder? Nee, du warst rechts. Ich war rechts? Ja, du warst rechts. Ich bin rechts für einen Baum gefallen? Ziemlich sicher, ja. Da waren die Schlieren und dann rechts rüber. Ach so. Bei mir im Kopf ist gerade so ein bisschen, ja, so Verwunderung, dass das echt so eine blöde Stelle ist, wenn man halt einfach gerade ausgefahren ist und dann einfach von der Straße abgekommen ist. Und es ist gerade ein bisschen ein mulmiges Gefühl, wieder hier zu sein. Und auch gerade mit dir, weil wir ja damals auch hier waren. Ja. Ich habe mich relativ schnell gewundert, wieso das so lange dauert. Ich habe so ein bisschen darauf gehofft, dass Leni einfach verballert ist und sich verfahren hat. Ich wollte eigentlich mit dem Wagen losfahren und irgendwie gucken, aber ich weiß auch nicht, wo sie lang fährt. Deswegen wäre das, glaube ich, eine Mission gewesen, die jetzt nicht wirklich erfolgreich gewesen wäre. Bis irgendwann der Polizist auf den Hof kam und zu mir gesagt hat, dass Leni einen Unfall hatte. Aber er konnte mir noch nicht sagen, wie schlimm es eigentlich ist. Mit jeder Nachricht, die dann kam, war so, irgendwas sei mit den Wirbeln, eventuell Hirnblutung etc. Und dann war ich so, jetzt mache ich mir schon sehr Sorgen um Leni. Im Nachgang wurde mir berichtet, dass ich gefunden wurde auf der Straße. Ich hatte Glück, weil mir erschien es nicht so, als wäre da sonst viel los an der Stelle. Als ich dann nach dem Unfall im Krankenhaus aufgewacht bin, habe ich gar nichts verstanden, was ich da mache, warum ich da jetzt liege, warum ich so aussehe. Ich war komplett Chaos im Kopf.
Ich hatte eine riesige Platzwunde am Kopf, Schädelhirntrauma, Jochbein gebrochen, das Handgelenk war gebrochen, Finger waren gebrochen, ich war eingegipst. Ich habe Verbrennungen, also Verbrennungen in dem Sinne, wirklich tiefe Schürfwunden am Körper gehabt. Mein ganzes Gesicht war angeschwollen, ich hatte den Kiefer gebrochen. Es war noch Verdacht auf irgendwelche Verletzungen im Rücken, Rückenmark. Ich hatte tatsächlich auch kurz Panik, also die ersten ein, zwei Tage, dass ich nicht wieder laufen kann, dass ich einfach im Rollstuhl sitzen muss. Ich habe während des Unfalls keine Schutzkleidung getragen, sondern nur den Helm. Ich hatte, dadurch, dass es eine spontane Probefahrt war, keine Schutzkleidung mit. Mir wurde aber auch keine Schutzkleidung angeboten. Ich trage immer Schutzkleidung beim Motorradfahren, nur an dem Tag nicht. Dadurch, dass das ein Tag war, der recht warm war und eine Probefahrt nicht länger als ein paar Minuten geht, habe ich gedacht, okay, wird schon nichts passieren. Ist vorher auch noch nie was passiert. Ja, das war blöd. Hätte ich Schutzkleidung getragen, hätte auf jeden Fall fast alles wahrscheinlich verhindert werden können. Mir wäre halt einfach Monate Schmerz erspart geblieben. Ich bin tatsächlich nach knapp 2 Wochen aus dem Krankenhaus entlassen worden, um dann zu Hause mich weiter zu kurieren. Das war scheiße, die ersten Wochen zu Hause. Krass auch zu sehen, wie eingeschränkt man überhaupt sein kann. Und ich brauchte halt Unterstützung von meinen Mitbewohnern sowie Freundinnen und Freundinnen. Also es hat sonst wirklich nicht funktioniert. Ich war nicht fähig. Dann fing das an nach und nach, dass ich realisiert habe, ey, du wärst fast tot gewesen. Also du hattest einfach wirklich Glück, dass du noch lebst. Klingt total bescheuert, aber ab dem Zeitpunkt, wo ich wusste, ich sitze nicht im Rollstuhl und ich lebe noch, war die Optik irgendwie wichtig. Ich kann jetzt nicht mega entstellt mit irgendwelchen Narben im Gesicht durch die Welt rennen. Also bescheuert, ja, aber das war ein Problem. Und habe mir natürlich auch Sorgen gemacht im Rahmen der Geschichte mit Malvin oder mit meinem Freund. Wir haben uns da gerade ein paar Monate gedatet. Der kann mich unmöglich attraktiv finden. Ich werde vielleicht auch nie wieder aussehen, wie ich aussehe. Er ist dann ins Krankenhaus gekommen, 1-2 Tage nach dem Unfall direkt. Ich habe dann zu ihm gesagt, du musst mit mir jetzt die Wochen, Monate, keine Ahnung, was jetzt hier gerade los ist. Du musst es mit mir nicht durchmachen, du kannst auch gehen. Natürlich war es krass und schockierend, definitiv. Das war halt wirklich komplett entstellt, sah natürlich ganz anders aus. Ich hätte sie aber niemals verlassen, also auch vor allem nicht wegen dem Unfall jetzt, also definitiv nicht. Und ich hatte selber auch einen Motorradunfall so und deswegen kannte ich das ein bisschen, wie blöd sich das dann anfühlt. Ne? Man liegt im Krankenhaus und man kann sich nicht bewegen, man kann gar nichts tun und dann verlässt einen einer auch noch nur wegen irgendwas Äußerlichem gerade. Das Erste, was mir so in den Sinn gekommen ist, dir das wegzunehmen, also die Last quasi zu nehmen und ich hätte das dann alleine durchmachen wollen in dem Moment, war das irgendwie mein erster Gedanke. Ich habe selber das Gefühl gehabt bei meinem Motorradunfall, ey, das möchte ich alleine durchstehen, ich möchte niemanden damit belästigen. Und ich weiß, wie gut es mir getan hat, da zu der Zeit jemanden gehabt zu haben, der mir dann hilft und mich unterstützt in der Zeit. Also es war halt so ein Turning Point irgendwie, wo wir beide gesagt haben, okay, irgendwie kann man das jetzt da. Irgendwie können wir jetzt ein Paar werden. Irgendwie könnte man jetzt mal überlegen, ob man zeitnah ein Paar wird. Jetzt im Nachhinein finde ich meine Reaktion von damals bezogen gerade auf mein Äußeres total übertrieben. Ich kann mittlerweile auch mit meinen Narben gut leben. Ich habe einfach keinen Körper mehr, der frei ist von Brandwunden, Schürfwunden, Narben. Aber das ist vielleicht auch das, was mich ausmacht. Das ist halt meine Geschichte. Was mir nach dem Unfall auch geholfen hat, wieder ein Körpergefühl zu bekommen, war Yoga und am Anfang aber auch viel Meditation. Ich habe meine Verbundenheit einfach nicht mehr gespürt zu meinem Körper, gerade mit den ganzen Verletzungen und den Narben etc. Ich war mir halt sehr fremd und bin dann durch Meditation und Yoga wieder zurückgekommen. Yoga bringt mich persönlich immer wieder zurück zu mir selbst und ich kann mich dadurch so ein bisschen erden und fühle mich einfach wieder mehr und bin auch einfach wieder mehr bei mir. Seit dem Unfall bin ich kein Motorrad mehr gefahren. Ich habe so ein bisschen das Gefühl verloren, was so auch dieses Sicherheitsgefühl angeht.
ich muss versuchen, mit diesem Traumata jetzt umzugehen und das so ein bisschen in den Griff zu bekommen. Und das möchte ich aber auch. Also es ist für mich jetzt kein Grund zu sagen, ich fahre jetzt nie wieder, sondern ich fahre mit Schutzkleidung, ich werde vorsichtiger fahren. Das ist für mich jetzt eine Lehre. So. Und deswegen denke ich mal, kann man damit auch ganz gut umgehen. Und wenn man das weiß, kann man das, glaube ich, ganz gut reflektieren. Der Unfall hat viel verändert in meinem Leben. Ich versuche, den Fokus auf mich selber zu lenken, versuche, meine Ziele und Wünsche und Träume jetzt zu erfüllen, einfach weil bei mir jetzt auch viel bewusster ist, dass das Leben begrenzt ist. Du bist eigentlich nichts ohne dein Umfeld, ohne deine Familie, ohne deine Freunde. Das sind die, die dich auffangen. Das ist mir auch viel bewusster geworden. Ich bin, glaube ich, schon ziemlich so, ja, eine Kämpfernatur. Also ich habe mich da sehr durchgeboxt und das war aber auch immer mein Ziel, dass ich da schnell, also ich wollte schnell wieder gesund werden und ich wollte ganz schnell wieder auf die Beine kommen und das habe ich mir immer gesagt. Und jetzt, ein Jahr später, steht man hier. Ja, da hat sie sich richtig gut rausgekämpft. Ich bin sehr stolz auf mich, dass ich das so krass durchgezogen habe. Ja. Ich auch. Man merkt, glaube ich, erst, wie stark man ist, wenn man mal durch sowas durch musste. Wie stark und wie tough man dann doch irgendwie einfach ist und das alles so durchsteht.